Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich dachte, es könnte mal wieder Zeit werden für ein kleines Technikvideo. Das hatten wir ja lange nicht bei Daily Dose. Und was ihr hier liegen seht, ist einer unserer neuen PCs für unsere jüngeren Besucherinnen und Besucher, für die Kids sozusagen. Bisher war das so, dass wir klassische, wirklich alte Dual-Cores mit ein paar Gigabyte, ich glaube 4 bis 8 GB RAM benutzt haben. Das war für Minecraft immer ganz okay oder ähnliches. Aber da sich die Sommerferien diesen Jahres nähern und wir auch wieder Programm machen, logischerweise mit relativ viel Medien, ist das mittlerweile so ein bisschen aus der Mode gekommen, diese Art von Gerät. Zumal wir eine Woche zum Thema Streaming machen wollen und zum Thema Videoschnitt. Und ganz ehrlich, Dual-Cores waren relativ geile Geräte, als die meisten der Kinder noch klein waren, also die jetzigen Besucher, so etwa im Kindergartenalter, heutzutage braucht ein bisschen mehr Power. Ein bisschen mehr Power in dem Sinne heißt, wir haben hier einen Ryzen 5 und das auch wirklich keine High-End-Maschine, sondern den Ryzen 500, 5600G heißt es, glaube ich, wo die Grafikeinheit schon drin ist. Das hat den großen Vorteil, dass aktuell Juli 2021 Grafikkarten einfach unerhört teuer sind. Und ganz ehrlich, die eingebaute Vega, der Vega-Chip hier im Ryzen reicht für Minecraft und für den einfachen Videoschnitt, was wir so vorhaben, und OBS natürlich vollkommen aus. 8 GB und eine schicke kleine, man kann es vielleicht sagen, M2-Karte. Also nichts mehr mit Festplatte und sowas. Also nicht wundern, dass ich das da oben leer ist, weil wer braucht noch optische Laufwerke? Und ja, wenn wir irgendwann nochmal SSDs nachrüsten wollen, ja, dann können wir das tun. Aber schick ist das halt heute mit den kleinen M2 SSDs direkt auf dem Board. Und da das Ganze eine PCI Express-Karte hat oder Slot hat, können wir natürlich irgendwann, wenn die Kartenpreise mal wieder im normalen Niveau sind, einfach nochmal schickes nachrüsten. Und so, warum habe ich das jetzt aufgeschraubt? Einfach um zu gucken, die Dinger sind per Post gekommen, nochmal zu schauen, ob alle Stecker sitzen. Auch nochmal gucken, ob der RAM da sitzt, wo er hingehört, ob der Lüfter noch da ist, wo er hingehört. Sieht alles ziemlich gut aus. Dementsprechend machen wir das Ding hier wieder zu. Schrauben die beiden Schrauben. Das ist so ein bisschen der Nachteil echt von den etwas günstigeren Geräten. Die teureren haben da wirklich schon die, oder schon seit Jahren, diese Schrauben, die ihr per Hand auch drehen könnt. Ist jetzt hier natürlich nicht so wirklich ausschlaggebend, weil das Teil wird vielleicht nochmal aufgeschraubt, wenn wir irgendwann eine Grafikkarte nachrüsten sollten. Ansonsten bleibt das bis zum Lebensende einfach zugeschraubt. Ist vielleicht auch ganz praktisch, dann kann keiner dran rumspielen ohne Schraubenzieher. Gut, so viel dazu und ja, wie es dann gleich weitergeht, schauen wir mal. So, der Rechner ist aufgebaut. Hier steht er. Er rauscht ein bisschen stark, finde ich. Aber das sind dann die etwas günstigeren Lüfter natürlich. Es ist jetzt kein High-End und super teures Gerät, muss man fairerweise sagen. Und ich muss mich korrigieren. Ich habe gerade erzählt, dass es ein Ryzen 5 5600G ist. Das ist falsch. Es ist nur ein Ryzen 5 Pro 3350G. Das ändert jetzt nicht so wahnsinnig viel daran. Ja, was ich hier gerade nochmal gemacht habe, ich habe die Boot-Reihenfolge geändert, weil als ich gerade ins BIOS wollte, ins Wifi, da war er der Meinung, von Netzwerkkarte booten zu wollen. Meine Frage, wer braucht denn sowas? Also außer die großen Distributoren. Von daher meine Bitte an MSI und Co. Ey Leute, brauchen wir alles nicht. Wir brauchen Privatanwender, bitte gleich auf USB schalten. So, kurz gucken, das sieht alles ganz okay aus. Mainboard Settings, Systemstatus, mal einen kleinen Blick einwerfen. Das Datum stimmt auch, die Uhrzeit stimmt. Er hat die M2 erkannt. Arbeitsspeicher, alles gut. Sitzt alles fest anscheinend. Das ist schön. Dann würde ich mal sagen, drücken wir hier auf Escape. Sagen Save. Save Changes and Reboot. Bootreihenfolge ändern. Ja, das möchten wir. Wir möchten von USB-Stick starten. Der steckt auch schon drin. Und zwar steckt da ein Boot-Stick mit Linux Mint drauf. Uns werden einige fragen, warum wir kein Windows? Habt ihr keins mehr?
doch irgendwie noch gefühlt ein Dutzend Lizenzen online rumfliegen. Nein, der Hauptgrund ist ganz einfach, es ist viel, viel einfacher. Das mit dem, was wir vorhaben, weil wenn irgendwas schräg läuft, ey, dann wird das System einfach neu aufgesetzt, weil alles, was wir auf diesem Rechner brauchen, aber das kommt später nochmal, holen wir uns einfach aus dem entsprechenden Shop, das kostet uns nichts und das Installieren gerade auf einem M2-Stick oder Chip, wie er jetzt verbaut ist, geht einfach rasend schnell. Ja, das ist bei Windows 10 oder vielleicht demnächst 11 auch nicht dramatisch viel langsamer, aber wir haben ja kein Virenproblem, keiner spielt hier groß dran rum und wie ihr gerade seht, allein das Booten vom Stick geht doch relativ schnell. Don't show this message again, genau, wir sind auf jeden Fall auch schon im Netz, das hat er auch brav erkannt. Und eigentlich können wir gleich weitermachen mit Install Linux, weil ich bin relativ sicher, dass dieser Rechner sehr gut Linux-mintfähig ist. Wir nehmen die deutsche Version natürlich. Tastaturbelegung, alles deutsch. Wir wollen gleich die Multimedia-Codecs mit installieren. Und was möchte er noch? Ja, er findet auch schon den ersten Drucker im Netzwerk. Auch gut. Das ist auch das Nette, das baut ihr unten auch gleich ein. So, Festplatte löschen. Ja, sehr witzig. Die ist eh leer, also ja, natürlich. Bitte installieren Sie jetzt Linux Mint. Das ist übrigens noch die Version. Ja, Berlin. Genau, das ist die aktuelle Version, nicht die ganz aktuelle aus dem Juli. Wie nennen wir den denn jetzt mal? Ach, das ist einfach ein Kids-Rechner. Name des Kids-Rechners, meinetwegen. Super. 09, okay. Kennwort standardmäßig ist kein Geheimnis, können wir sogar im Internet sagen. Ist ein super schwaches Kennwort. Das hängt ja auch überall aus, weil hier sind keine signifikant wichtigen Daten drauf. Und falls ihr glaubt, dass wir so ein schwaches Kennwort für den Rest unserer Information auch benutzen, dann muss ich euch leider enttäuschen. Wir benutzen sogar verschlüsselte Container für unsere Dokumente mit auf separaten Servern und wir benutzen dann sowas wie Keypass, um unsere Kennwörter zu merken, weil sie einfach zu lang sind. Das Kennwort hier, einige haben es vielleicht auf der Tastatur mitgesehen, ist etwa genauso geheim wie das öffentlich rumhängende WLAN-Kennwort unten bei uns im offenen Bereich. Das kann ich jetzt mal spoilern, das ist einfach Steinbring, nämlich unsere Adresse, oder zumindest der Name unserer Straße. Gewisse Sachen brauchen einfach ein Kennwort. Hier würde ich es sogar rauslassen, aber Linux lässt sich ohne Kennwort gar nicht installieren. Von daher müssen wir jetzt eingeben. Aber wirklich wichtig ist es für diesen Rechner nicht, weil hier sind weder personenbezogene Daten drauf, noch werden hier irgendwelche personenbezogenen Daten irgendwann mal abgelegt. Noch hat dieser Rechner irgendwelche Chancen an personenbezogene Daten, mein Gott, was für ein Wort, mal ranzukommen. Weil er schlichtweg einfach mit seiner Infrastruktur völlig abgetrennt ist von den wirklich wichtigen Dingen hier im Jugendzentrum. Ja, wenn man das so sieht, Kopierdateien fast abgeschlossen. Ich liebe M2-Chips, das ist echt der Hammer. Und die 20 Euro mehr für die etwas performantere Version lohnen sich echt. Und ja, diese Installation dürfte wahrscheinlich in den nächsten Minuten, wenn es so weitergeht, Sekunden, sogar abgeschlossen sein. Das ist wie gesagt noch nicht die ganz, ganz neue Version. Das ist noch Linux 20.01, meine ich. Ich kann ja mal so parallel, auch das geht, während Linux installiert, drauf gucken. Ist ja natürlich jetzt nicht ganz so schick und schnell. Genau, 20.1 ist es. 20.2 kommt die nächsten Tage raus. Da müssen wir gucken, ob wir es dann gleich vor dem Beginn der Ferien auf den neuesten Stand bringen. 20.2 bringt auch so ein paar Nettigkeiten mit, die auch okay sind, aber jetzt nicht so zwingend notwendig für unser Ferienangebot, wo die Dinger erstmal hauptsächlich in Beschlag genommen werden und wo sie halt auch dann erstmal beweisen müssen, wie gut sie sind. Weil was die Teile auf jeden Fall, wir haben davon jetzt gekauft, um die alten Geräte, die teilweise 7 Jahre alt sind, auszutauschen, leisten müssen. Sie müssen Minecraft können, da bin ich sehr überzeugt, dass das überhaupt kein Problem darstellen wird.
Aber wir wollen darauf auch ein bisschen Videoschnitt machen, wir wollen ein bisschen OBS damit machen in unserer Streaming-Workshop-Woche und vielleicht auch noch ein bisschen Podcasten. Letzteres ist jetzt nicht das Problem, weil Podcasten geht auch noch mit 10 Jahre alten Schlabber-Laptops, weil dann geht es nur um Ton. Aber für Videoschnitt macht schon ein bisschen mehr Power Sinn. So, jetzt werden hier noch ein paar Sprachpakete runtergeladen, das dauert erstaunlich lange. Keine Ahnung, was für ein Sprachpaket das sein soll, das ist fast eine Minute braucht. Ansonsten der große Vorteil von Linux Mint in der Variante, die wir jetzt hier haben. Es bringt ja praktisch schon alles mit, unter anderem GIMP oder Inkscape. Was wir auf jeden Fall dann nochmal nachrüsten werden, sind ein paar zusätzliche Sachen. Auch da wird es dann nochmal ein Video zu geben, wahrscheinlich hier gleich im Anschluss dran. Und ja, dann gucken wir mal, wie sich das Gerät hier im Real Life dann schlägt. Auf jeden Fall, die Installation dauert jetzt gerade mal so keine 5 Minuten und eigentlich sind wir nahe der Ziellinie. Hier, die Sprachpakete brauchen ein bisschen lang. 5 Sekunden. Was für ein Sprachpaket braucht eine Minute? Okay. Ja, so soll sich ein Ladebalken bewegen. Linux ist fertig und bootet gerade neu und für Windows-Nutzer ist es immer ein bisschen irritierend, dass wenn Linux bootet, da halt nicht so wahnsinnig viel wirklich passiert. Außer jetzt, dass das Logo angezeigt wird. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, es geht auf einer M2 halt auch einfach wahnsinnig schnell. Das waren jetzt unter 10 Sekunden. Installation selbst hat jetzt etwa 9 Minuten gedauert. Völlig in Ordnung. Können wir sehr gut mit leben. Selbst wenn wir nachher 4 von den Dingern einrichten müssen. Also alles unter einer Stunde zu meistern. So, diesen Dialog brauchen wir beim Systemstart nicht mehr. Erste Schritte und alles brauchen wir auch nicht mehr. Ich finde das erstmal vom Hintergrundbild und vom ganzen etwas dunkleren Ambiente völlig in Ordnung. Drucker hat er auch wieder gefunden. Wunderbar. Was er hier aber auf jeden Fall auch gleich sagt, willkommen bei der Aktualisierungsverwaltung. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Er möchte nämlich, ob wir... Der fragt nach einem neuen Spiegelserver. Nein, die brauchen wir nicht. Wir nehmen die Standard-Spiegelserver erstmal. Es sei denn, er meckert jetzt gleich. Fragt unser hochgeheimes Kennwort ab. Und wird wahrscheinlich ein paar Aktualisierungen logischerweise finden. Der Stick ist jetzt nicht gerade heute Morgen erstellt worden. Sind ein paar. Das kann er im Hintergrund gerne machen. Das Kennwort habe, ob das okay ist. Und ja, dann soll er das mal schön tun. Was wir auf jeden Fall noch tun müssen, sozusagen in der Anwendungsverwaltung gucken, was wir noch brauchen. Generell habe ich erzählt, wollen wir Minecraft damit spielen? Dann macht es Sinn, wenn wir Minecraft hinzufügen. Auch da noch das Kennwort. Genau, Minecraft auf jeden Fall brauchen wir, sonst wird das mit der Woche Minecraft Workshop ein bisschen schwierig. Gut, das lassen wir mal im Hintergrund laufen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Order City, weil wir wollen ja noch Podcasts dann auch noch machen. Also bitte auch nochmal Order City oder Audacity, je nachdem wie man es ausspricht. Da ist er am Starten. Okay, Installation läuft. Und das sollten wir in der Tat auch mal gucken, ob das hier läuft. OBS natürlich. OBS Studio. Die gleiche Software nur für Linux, wo wir das hier gerade mit aufnehmen für YouTube. Ja. Das installieren wir bitte auch. Da gibt es auch noch ein paar Zusatzmodule dazu. Die holen wir auch dazu. Ja, und im Großen und Ganzen. Ach nein, stimmt nicht. Wir brauchen ja auch noch ein Videoschnittprogramm. Gehen wir auch nochmal das Wort Video ein. Und jetzt die spannende Frage, für was entscheiden wir uns? KDN Live wäre keine so schlechte Wahl, glaube ich. Shotcut auch nicht übel. Nicht linearer Video-Editor Kino. Ach, es ist eine große Festplatte und mein Gott. Dann nehmen wir KDN Live. Wir holen uns... Wo war es? Ja, Shotcut, da. Hat den großen Vorteil, alles kostenlos Open Source und Shotcut kriegt ihr, falls ihr das
als Nicht-Linux-User guckt natürlich auch für Windows. Relativ eingängige Software, schön gemacht und für die meisten Sachen, wie jetzt zum Beispiel ein paar Videosachen zusammenzuschneiden, vollkommen ausreichend. Läuft in der Windows-Variante auch auf unserem Streaming-Rechner bzw. auf dem Rechner, wo wir dies hier gerade aufnehmen. So, Shotcut und ach, den Klassiker, den glaube ich alle auf ihrem Rechner haben sollten, auch wenn ich jetzt ein bisschen Werbung vielleicht mache. Der VLC Media Player, meiner Ansicht nach seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, das wahrscheinlich beste Media Player Programm ever. Die waren schon legendär, als der Media Player von Microsoft auf den Markt kam und der Meinung war, er wäre super. Kino packen wir uns noch dazu, das ist ganz praktisch. Übrigens, Kino frisst wirklich jede bisher mir bekannte Kamera, die man irgendwie am Rechner angesteckt hat. Also von daher den auf jeden Fall, auch wenn wir wahrscheinlich nicht mit Camcordern arbeiten, auch nicht mit alten DV-Camcordern. Aber Kino ist 5 Megabyte groß und verbraucht 11 Megabyte. Liebe Programmierer für Windows-Software, Megabyte ist angesagt. Mega, nicht Gigabyte. Und das frisst halt wirklich alles. Gut. Es gibt noch so viel mehr, das auch cool ist. Aber ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Das Einzige, wo wir nochmal drüber nachdenken sollten, ach, wir packen noch einen Discord drauf. Einfach, weil wenn wir dann hier vielleicht auch mal irgendwelche LAN-Aktionen anstarten, Discord kann nicht schaden. Gut, dann brauchst du natürlich eine gewisse Zeit, die Sachen runterzuladen. Der Rechner ist schneller als aktuell unsere Internetverbindung. Nicht, dass wir eine langsame Internetverbindung haben, aber wir sind ja nicht allein gerade. Ja, aber mal was ich gegeben habe. Die braucht es vorhin schon drauf. Da hat sich auch nichts getan. Das ist alles da, was sein soll. So Multimedia hinzugekommen sind unsere Videoschnittprogramme, der VLC-Player und Audacity, OBS Studio auch. Das kann man gleich mal testen, ob das geht. Startet möchten Sie? Ja, wir nehmen hier Autokonfiguration vor. Wir wollen das erstmal optimieren fürs Aufnehmen. Das Stream ist in diesem Rechner so zweitrangig. Gut, jetzt testet er ein wenig für HD bei 60 bzw. 30 FPS. Ja, geben wir ein paar Minuten. Alles klar, jetzt geht er jede Auflösung durch. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Vega-Grafikkarte doch in der Lage sein sollte, HD in hoher Qualität mit mittelgroßen Dateien zu erzeugen. Ja, alles wunderbar, das übernehmen wir. Gut, also OBS, dem Streaming-Workshop an diesem Rechner steht also nichts entgegen. Es ist noch keine Webcam angeschaltet, aber das macht in dem Sinne ja auch nichts. Die kommt dann erst später dazu. So, was brauchten wir noch? Ja, Minecraft natürlich. Gucken wir erstmal, ach, da waren sie wieder, unsere Probleme. Ach, wir müssen den Launcher aktualisieren, das sollten wir gleich mal tun, sonst meckert er wieder. Und der Firefox startet auch, meinetwegen, ja, mit Dunkelthema. Ja, behalten wir. Wieso sind wir hier mit Bing unterwegs? Möchte ich eigentlich überhaupt nicht. Genau, was brauchen wir? Wir brauchen Minecraft. War das dann? Ach richtig, da war ja was. Das macht er ja über Yahoo. Egal, Minecraft. Hol dir Minecraft, genau das möchte ich gerne tun. Und zwar für den Computer, für Linux. Und nein, ich will das nicht kaufen. Ich will nur den Download machen. Wieso kriege ich hier nicht gleich ein Download? Ach, das ist so. Ach, dann halt. So, und nochmal. Ja, Link, wieso machst du das nicht? Ich könnte ja sagen, das geht mit Google doch alles ein bisschen besser. Also nochmal. Nö. Bing springt gar nicht erst weiter. Okay. Funktioniert eh nicht ordentlich. Gut. Wie haben wir auch immer mit Bing starten? Ich verstehe es nicht. Gut. Dann nehmen wir halt den Klassiker von Datenkrake, nämlich Google. Kann ich hier auch mitleben. Minecraft. Launcher.
Download. Ja, doch schon ganz gern von der offiziellen Seite. Na gut, dann, ja, da unten steht es ja. Man muss halt nur gucken. So, wir brauchen den für Debian Ubuntu. Das ist nämlich die dazugehörige Hauptdistribution von Linux Mint. Speichern wir erstmal. Das spart nämlich nachher den Rest für die anderen. So, wir wollen das öffnen. Dieses Paket installieren. Ja, bitte. Außer da macht es vielleicht Sinn, das im Hintergrund hier zu schließen. Ne? Weil das kann nicht mal Linux. So, das tut er schon. Das ist toll. Warte, nee, nochmal erneut muss nicht. Das kann man auch zu machen. Ja, schließen. So, dann sollte jetzt auch keiner mehr meckern, dass er nicht mehr die neueste Version hat. Nee, der Launcher ist installiert und macht gerade ein Update. Das klappt also. Das ist doch nett. Für alle, die immer meinen, Linux ist so wahnsinnig kompliziert. Nee, eigentlich nicht. Es ist eigentlich noch einfacher als teilweise Windows allein. Dadurch, dass Linux ja in der Regel seine Anwenderverwaltung mittlerweile mitbringt. Und da eigentlich alles Wesentliche drin ist. Wenn auch zugegebenerweise dieses Minecraft-Programm hier nicht mehr auf dem ganz aktuellen Stand war. Aber, wie gesagt, man legt sich das runter und startet es neu und dann macht er das auch. Gut, schön. Dann sollte jetzt Minecraft starten. Genau, sie haben begonnen, die Mojang-Konten zu ändern. Das ist nicht das Problem. Jetzt kommt eher das Problem. Konto melden wir uns da an. Ist ja nicht so, dass wir keine Minecraft-Konten hatten. Aber das Problem fängt da an, dass man sich die Dinger ja nicht ständig merken kann, diese ganzen Kennwörter, und wir sie immer jetzt aufschreiben, weil, wenn die im laufenden Betrieb vergessen werden, wir nicht immer mit dem Passwort safe rumrennen können. Oder auch nicht wollen. Und wahrscheinlich ist dann genau, ja, es ist immer der letzte Zettel. Es ist immer der letzte. Und nein, ich werde das jetzt nicht in die Kamera halten. Und mal kurz gucken, welches Konto nehmen wir da? Wir nehmen das dort als klar. Nicht wundern, wenn es ein bisschen verschwommen gleich auf eurem Monitor wird, weil diese Art von Kennwörtern werden jetzt in der Tat wirklich, man muss natürlich auch richtig tippen, ne? Ja. Die gehören dann schon in die Kategorie. Achtet drauf und dementsprechend werdet ihr die nicht so sehen. So, aber euer Bild sollte wieder klar sein. Die neueste Version 1.17.1 ist offensichtlich spielbereit, nachdem er nochmal, das ist wieder typisch Microsoft. Aber egal. Nochmal 200 Megabyte runtergeladen hat. Das geht hier aber relativ fix. Kurz sagen. Check. Ja, Vollversion. Änderungslisten braucht man nicht. Das ist dann höchstens interessant fürs Ferienprogramm, wenn wir hier nochmal umschalten wollen auf die etwas älteren Versionen. Einige spielen ja immer nochmal ganz gern mit der 1.16 oder 1.15 oder teilweise noch mit der 1.12. Genau. Ach ja, Skins. Aktuell ist der. Wir könnten den jetzt natürlich, könnten hier natürlich auf den normalen Alex mal wieder gehen. Und neue Skins kennt ihr wahrscheinlich, kann man da runterladen oder installieren. Das machen wir jetzt aber nicht. Das sollen die Spielerinnen und Spieler in der Minecraft doch ruhig selbst tun. Ja, jetzt bleibt uns nur kurz abzuwarten, bis er hier seine letzten knapp 180 Megabyte runtergeladen hat. In der Zwischenzeit wird mal einen Blick noch reinwerfen, was ich noch so. Ich muss noch nicht groß machen. Drucker ist da. Sicherheitsupdate-System ist auf dem neuesten Stand. Das ist sehr schön. Firefox, was man natürlich nochmal nachrüsten könnte, wäre bei Gelegenheit nochmal ein Chrome oder Chromium Browser. Und für alle, die wirklich auch andere Spiele spielen wollen, kann man natürlich auch über die Anwenderverwaltung
Verwaltung auch nochmal Wine nachinstallieren. Damit sind auch mehr Spiele von Windows möglich, beziehungsweise, genau, Steam ist auch drin. Da kann man halt auch mal schauen. Wir haben bloß relativ wenig Spiele, also wir als Jugendzentrum bei Steam. Dementsprechend macht es für uns keinen gesteigerten Sinn, wirklich jetzt Steam zu installieren. Genau, was ich aber auf jeden Fall noch mal schauen wollte, wie viel Platz wir noch auf der Festplatte oder auf der M2-Disk-Chip, sagt man eigentlich noch Disk, wenn man eine SSD drin hat? Eigentlich ein Quatsch, ne? Eigentlich ja nicht. Wie viel Platz wir da eigentlich noch haben? Ah, das hat ja nicht mal gezuckt. Also freier Speicher sind noch 218. Okay. Also ein Traum bei einer 250 Gigabyte großen Festplatte, Massenspeicher, wie auch immer ihr das nennen wollt. Also knapp 32 GB für ein vollständig mit Software ausgestattetes System. Ohne jetzt die Major-Titel von Games natürlich, aber das mögen andere Betriebssysteme jetzt mal mitmachen. Und ja, natürlich gibt es Linux-Versionen, die noch schlanker sind. Aber ich finde 32 GB mit komplett Büro, Multimedia-Gedöns ist okay. Ist eine Größenordnung, man kann mit leben. Und vielleicht auch mit einem immer noch 200 Megabyte fehlenden Minecraft-Update. Meine Güte. Gut. Drehen wir Däumchen und beschleunigen mal ein bisschen mal das Bild. Oh mein Gott, es ist fertig. Und nein, es ist nicht unsere Internetleitung oder auch nicht unser WLAN-Kabel, wie ich neulich gefragt habe. Das war definitiv der Mojang-Server oder der Microsoft-Server. Oh holla. Gut, nachdem mir meine Fingerbeine abgefallen sind, starte ich jetzt Minecraft. Bin ja begeistert. Im Singleplayer, ja, aber ich glaube, wir müssen nur mal ganz kurz die Sprache anpassen. Das ist ja kein Ding. So, jetzt dann und auf Vollbild. Das ist alles schön. Einzelspieler, meinetwegen auch neue Welt. Mal kurz auf Kreativ zum Testen. Gucken wir mal, wie lange Minecraft jetzt mal stellen auf dem Ryzen braucht. Das sieht nach einer durchaus annehmbaren, akzeptablen Geschwindigkeit an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, und so oft erstellt man ja keine Welt neu. Okay, wo bin ich? Ja, nett. Ja. Next. Ja. Ah, also ein bisschen günstig da hinten, aber naja, so ist das halt. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das hier groß hakelt. Also wenn es hakelt, dann bin ich das hier wissen mit meiner hakeligen Maus. Ja. Okay. Sips. Akzeptabel. Gut. Läuft perfekt. Könnte man hier noch ein bisschen optimieren. Die Minecraft-Spezialisten unter euch, das werden das wissen, Wolken. Ausschalten, Partikel, ringert. Na komm, weil ich möchte Grafik. Nein, schnelle Grafik. Ach komm, Sichtweite muss schon noch ein bisschen hoch. So, zurück zum Spiel. Sieht mir ganz, nicht mehr ganz so schön aus. Stimmt, sieht wirklich nicht mehr ganz so schön aus. Okay, vielleicht. So mittel. Ja, geht so. Okay, also Minecraft funktioniert auch in akzeptabler Geschwindigkeit. Sehr schön. Ich finde, da bleiben wir hier auch bei. Ist fabelhaft. Schnell. Gut. Zurück zum Hauptmenü. Minecraft funktioniert, OBS funktioniert. Ach, was braucht man eigentlich noch? Internet funktioniert. Apropos Internet funktioniert. Haben wir das wirklich schon getestet?
Ich bin mir sicher. Aber nehmen wir nochmal kurz YouTube. Es gibt da ja so einen komischen. Kanal. Ja, da heißt Daily Dose PS. Ich hoffe, ich habe jetzt unseren Kanal richtig geschrieben. Ja, habe ich. Der schon da ist und auch sofort läuft. Ja, wir machen. Es sind keine Boxen, ich kann das ruhig laut machen. Das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, das berüchtigte Bob Ross Video. Ja, gut, YouTube läuft. Was will man mehr? Mehr brauchen wir in der Tat nicht. Spielen kann man, arbeiten kann man. Ich habe jetzt noch nicht überprüft, wie schnell jetzt der Videoschnitt ist. Ich denke, das ist jetzt auch nicht entscheidend. Order City müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich starte das mal, aber das dürfte gehen. Noch einen kurzen Hinweis anzeigen, ganz genau. Und dann geht das. Es ist aktuell ohnehin kein Mikro angeschlossen. Von daher können wir keine großen Tests machen. Also er erkennt hier auch gerade logischerweise nichts außer die eingebauten Soundkarten, aber wie gesagt, keine Endgeräte angeschlossen. Aber ich habe noch nie einen Rechner gesehen, wo Order City nicht geht. Gut, ja, das ist Nummer 1 von erstmal 4 Geräten, die hier demnächst auftauchen werden. Für alle, die die Schiene in den nächsten Wochen besuchen. Ab morgen oder spätestens übermorgen stehen sie für euch bereit. Und ja, wer im Ferienkurs dabei ist, der kann mit diesen dann auch anfangen, Minecraft-Welt zu erkunden oder ein bisschen Streaming zu machen oder Trickfilmchen zu schneiden. Das werden wir dann sehen. So viel erstmal zum Thema Technik, neue Rechner, Linux Mint, was man so braucht, was wir so brauchen, was vielleicht noch mal angesagt ist, aber das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren unter dieses Video schreiben. Vielleicht noch ein bisschen mehr zu irgendwelchen Anwendungsprogrammen, vielleicht Shotcut oder OBS noch mal. Wobei es da ja auch schon jede Menge im Internet gibt, insbesondere für OBS, da lernen wir immer noch ganz viel drüber. Ja, dann danke ich fürs Zuschauen. Und ja, wie ist das so üblich, ne? Gebt ein Däumchen nach oben, wenn ihr mögt und wenn ihr könnt. Ansonsten würde ich sagen, ich fahre den jetzt hier mal runter und ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.